Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Deutlich gesunkene Besucherzahlen und damit schrumpfende Einnahmen im Waldbad Bad Bodenteich bereiten der Samtgemeindeverwaltung Sorgen. Eigentlich soll der Betriebskostenzuschuss für das Bad die Grenze von 80.000 Euro pro Jahr nicht überschreiten. So lautet die Vorgabe des Landkreises als Kommunalaufsicht. Doch tatsächlich liegt der jährliche Fehlbetrag zwischen 120.000 und 125.000 Euro. Weil der Schutz durch die europäische Zuckermarktordnung ausläuft und ein Überangebot an den internationalen Märkten auf die Preise drückt, plant Nordzucker den Einstieg ins afrikanische Zuckerrohrgeschäft. Aktuelle Meldungen über eine Absatzkrise in Afrika stellen diese Pläne allerdings in Frage. Zuckerproduzenten aus dem In- und Ausland, die in den vergangenen Jahren Milliarden investierten, hätten mangels Nachfrage die Produktion gedrosselt, Werke geschlossen und neue Projekte auf Eis gelegt. Wegen einer Gleisblockade bei einem Castortransport muss sich seit heute eine 55-Jährige aus Uelzen wegen Nötigung in Mecklenburg-Vorpommern vor Gericht verantworten. Ende 2010 soll sie mit 20 Atomkraftgegnern den Zug bei Ludwigslust gestoppt haben. Laut Strafbefehl soll die Frau 1.800 Euro bezahlen, hat jedoch Einspruch erhoben. Mehr zu den AZTV-Themen lesen Sie wie immer in der morgigen Ausgabe. Wir werfen einen Blick auf das Wetter. Am Mittwoch wird es grau, zumindest ab dem Nachmittag. Während man morgens, im Gegensatz zu heute, noch auf ein paar Sonnenstrahlen hoffen darf, ziehen im Laufe des Tages Regenwolken auf und entleeren sich über dem Kreis Uelzen. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 10 Grad am Tag. In der Nacht bleibt das Thermometer bei 4 Grad stehen. Das war's mit AZTV für diesen Dienstag. Wir sagen Tschüss und bis morgen.